ganz herzlich willkommen auf meinem Kanal Einfach Yummy zu einem neuen Video. Heute gibt es ein Rezept, nach dem ich ständig gefragt werde, egal zu welchem Fest, zu welcher Party ich eingeladen werde und dies mitbringe, werde ich nach diesem Rezept gefragt. Die Rede ist von den leckersten Pizzaschnecken ever. Wir werden sie heute zubereiten und ihr werdet sehen, wie schnell und einfach dieses Rezept geht. Ich blende euch mal ein, welche Zutaten wir heute brauchen. Aber ihr wisst ja, ihr findet die ganze Info zum Rezept auch wieder unten in der Infobox. Könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Wenn ihr mögt, könnt ihr dieses Rezept auch gerne verdoppeln. Das passt in den Thermi. Dann bekommt ihr zwei Backbleche raus. Ich mache heute nur ein Backblech, das reicht völlig. Aber wie gesagt, wer viele Pizzaschnecken braucht, der kann die Zutaten gerne verdoppeln. Ja, und wir legen jetzt los. Ihr könnt euch als allererstes schon mal den Backofen auf 200 Grad Umluft vorheizen und ein Backblech mit Backpapier belegen. Das habe ich schon gemacht. Das ist abgehakt. Und jetzt geht es an die Füllung von diesen ultra leckeren Pizzaschnecken. Und zwar brauchen wir 50 Gramm Mozzarella in Stücken. Zusammen mit 50 Gramm Käse. Ich habe jetzt einen Gouda gewählt. Ihr könnt aber auch zum Beispiel einen Emmentaler nehmen. Auch wieder in Stückchen geschnitten. Schön das Messer rum verteilen. Und das zerkleinere ich jetzt. 4 Sekunden auf der Stufe 6. 4. Fülle jetzt die Käsemischung einmal um. Stelle sie kurz an die Seite, gebe 50 Gramm gekochten Schinken in Scheibchen in den Mixtopf. Ihr könnt aber auch alternativ zum Beispiel eine Salami wählen oder wenn ihr das Ganze vegetarisch zubereiten wollt, nehmt Paprika, Mais, Oliven, was euch so auf der Pizza schmeckt. Ich habe jetzt hier meine Scheibchen reingelegt und 2 Sekunden auf der Stufe 4 zerkleinert. Die Stückchen sind dann so groß. Die gebe ich einfach zu meiner Käsemischung dazu. Stelle das Schüsselchen auch wieder an die Seite. Danach kommt eine halbe Zwiebel und eine Knoblauchzehe in den Mixtopf und wird 5 Sekunden auf der Stufe 5 zerkleinert. So, die Zwiebelchen sind schön klein. Die schiebe ich mit meinem Spatel vom Rand runter, bevor ich sie andünste. Gebe dafür 10 Gramm Olivenöl dazu. Das Olivenöl habe ich in meinem Amazon Online-Shop. Da könnt ihr gerne mal vorbeischauen, falls es euch interessiert. Der Link zum Shop ist unten in der Infobox. So, Deckel wieder aufsetzen. Und 5 Minuten andünsten bei 120 Grad auf der Stufe 1. Die Zwiebelchen sind schön angedünstet. Jetzt kommen 10 Gramm Tomatenmark zu den angedünsteten Zwiebelchen dazu. Gramm passierte Tomaten. Ein Viertel Teelöffel Salz, ein Teelöffel Pizzagewürz. Falls ihr jetzt kein Pizzagewürz habt, könnt ihr auch beispielsweise italienische Kräuter nehmen oder getrockneten Basilikum, getrockneten Oregano. Einfach so ein bisschen mischen und dann passt das. So, jetzt wird das Ganze nur noch gut vermischt und zwar 7 Sekunden auf der Stufe 4. Ja, und fertig ist die Tomatensoße für unsere leckeren Pizzaschnecken. Ich zeige sie euch gerade mal ganz kurz und schmecke sie natürlich auch noch ab, ob mir vielleicht ein kleiner Tick Salz fehlt. Kennt ihr ja schon von mir. Ganz kleines bisschen. Also würzt es einfach noch ein bisschen nach eurem Geschmack nach, falls euch noch Gewürz fehlt. Und rührt es mit dem Spatel kurz unter. Ja, genau das bisschen hat gefehlt.
So, jetzt kann es auch schon an die Pizzaschnecken gehen. Ich mache mir hier ganz kurz Platz und dann hole ich euch wieder dazu. Also bis gleich. Jetzt wird eine Rolle Blätterteig aus dem Kühlregal aufgerollt. Und die Tomatensoße auf dem Blätterteig verteilt. Danach die Schinken-Käse-Mischung drauf verteilen. Danach von der breiten Seite, von der Längsseite aufrollen und mit einem scharfen Messer in ungefähr 1,5 cm dicke Scheiben schneiden und aufs vorbereitete Backblech legen. Ja, meine Lieben, ich habe mir jetzt doch noch ein zweites Backblech dazu geholt. Ihr solltet auf jeden Fall darauf achten, dass ihr genügend Abstand um die kleinen Pizzaschnecken habt, weil ihr wisst ja, der Blätterteig geht noch etwas auf. Ja, und jetzt könnt ihr beide Backbleche, auch wenn ihr die doppelte Menge macht, könnt ihr beide Backbleche auf einmal in den Backofen schieben. Wie gesagt, bei 200 Grad Umluft für circa 15 bis 20 Minuten, bis sie richtig schön goldbraun sind. Also bis gleich. Ja, und hier ist jetzt die erste Ladung Pizzaschnecken nach dem Rezept, nach dem ich ständig gefragt werde. So sehen sie aus. Bei mir brauchen sie immer nur 15 Minuten, aber ich habe das Rezept ja schon weitergegeben. Und viele sagen, bei ihnen dauert es eben ein bisschen länger oder ein bisschen kürzer. Da müsst ihr drauf achten. Vielleicht müsst ihr auch die Temperatur etwas anpassen. Habe ich auch schon gehört bei meiner Freundin zum Beispiel. Die sagt immer, bei ihr reichen 180 Grad Umluft. Also probiert euch da einfach aus und testet es, wie euer Backofen backt. Ja, die zweite Ladung ist, wie gesagt, bei mir gerade drin. Und ich zeige euch jetzt einfach mal hier noch ein Schneckchen von unten. So sieht es aus. Hier von oben. Einfach ein Traum, oder? Was meint ihr? Werdet ihr sie ausprobieren? Ich würde mich sehr freuen. Lasst mir gerne wieder Feedback in den Kommentaren da, wie es geschmeckt hat, wie es geklappt hat und ob ihr sie auch schon mitbringen durftet auf einen Geburtstag, auf eine Party, zum Grillen, egal zu was. Oder vielleicht habt ihr sie auch einfach nur zu einem schönen Netflix-Abend zubereitet. Dann lasst mich das gerne wissen, da freue ich mich immer sehr. Ja, natürlich freue ich mich auch über ein Däumchen nach oben und wenn ihr den Kanal ganz fleißig weiter abonniert. Wie gesagt, gebt das Rezept sehr gerne weiter, teilt das Video und falls ihr jetzt Lust auf weitere leckere Rezepte bekommen habt, schaut sehr gerne einmal hier drüben vorbei. Hier könnt ihr mich ganz kostenlos abonnieren. Habt noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Video. Tschüss! Die duften auch einfach mega.